Und viele Grüße aus dem Kleiderschrank. Und damit herzlich willkommen, liebe Gruselfreunde, zu einer neuen Folge von A Dead of Night in Raum 220 beim Versuch, das Erdgeschoss zu erreichen. Sprich, den Aufzug zu betätigen. Um herauszufinden, was hier passiert ist. Wir gucken natürlich einmal durchs Glas. Warum auch nicht? I see you not. Ja, wahrscheinlich kriegen wir jetzt wieder einen über die Rübe. Aber wir wollen ja sowieso ins Erdgeschoss. Ist vielleicht der schnellste Weg. Langsam bin ich auch am Resignieren hier. So, Jimmy, sei so nett. Lass uns mal kurz zum Aufzug kommen. Danke. Wow, wir haben den Aufzug mal sofort gefunden. Das ist ja eine Sensation. So, Erdgeschoss. Tschö. Du Nase. Ja, Entschuldigung. Das war das Menü. Wo denn? Hier. What? Ja, das war wohl Harveys Ende. Is it Harvey? Sie fragt ganz locker, ist da Harvey? Yeah, it's Harvey. Hey Harvey, was ist denn da passiert? Du hast da irgendwie Blut verloren. I saw you being stabbed backstage. What happened? Was ist das? Man kann das manchmal echt nicht erkennen. Harveys Geschichte abgeschlossen. Ja, Jimmy. Dann wollen wir mal dafür sorgen, dass du diesmal verlierst. Hier ist aber nichts mehr jetzt, ne? Hugo Punch. Kann ja nicht sein, dass der Junge da irgendwie... Wie alt war Jimmy denn da? Ich denke mal, Jimmy war da vielleicht noch ein Kind. Weil ja seine Mutter da auch immer mit involviert war. Aber wie konnte der denn so durchdrehen? Also Harvey war ja jetzt der Erste, der von Jimmy wirklich umgebracht wurde. Die anderen haben sich ja im Grunde selber umgebracht. Durch Jimmy natürlich. Wir gucken mal in den Spiegel. Oh, hallo, Mom. Das ist dann wohl Rose, denke ich mal. Zweites Obergeschoss. Drittes Obergeschoss. Hä? Toll. Und weiter geht die fröhliche Jimmy-Tour. Alle mitkommen, alle mitfahren. Eine Runde geht noch. Oh Gott, bin ich froh, wenn dieser Albtraum hier vorbei ist. Aber es macht halt auch Spaß, weil die Geschichte so interessant ist. Gleiches Prinzip wie bei Remothered damals. Es war super nervig, aber die Geschichte war halt so interessant, dass man nicht aufhören konnte. So, wir fangen mal an mit der 2, ne? Dann lernen wir mal die Mama kennen. Guck mal, die sozusagen hat über ihren süßen Bub.
große Auge wird es gewusst haben, dass die Mutter ist halt anscheinend ja auch tot. So, Kompass sagt uns erstmal gar nichts, ne? Doch, aber es... Ja, schön. Er ist halt genau da. Nein, geh hier hin. Ich meine, geh... Alter, der kommt. Geh rein. Geh rein. Boah, das Köpfchen kam. Okay, wir müssen auf die andere Seite des Aufzugs. Oh nein. Ich wünschte, ich wüsste, wir könnten den irgendwie, wie wir den irgendwie einsperren können. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Er geht mir halt tierisch auf die Nerven. Guck schon wieder die Tapete an. Du bleibst mal da weg. Wir wollen deine Mutter kennenlernen. Wir wären auch schon fast da gewesen, wenn du nicht wieder dazwischen gekommen wärst. Boah, ist das nervig. Wir versuchen es dann nochmal. Harvey was going to shoot Jimmy. It was just a letter opener. It was self-defense. Look. Was hier? Anscheinend nicht. Mist. Jimmy, bleib jetzt weg, ne? Is someone there? Hä? Hier? Is someone there? Wo ist sie denn? Da ist auf jeden Fall Jimmy gewesen. Dieser nervige kleine... Boah. Ich hoffe, ich finde die Richtung noch mal wieder. Wo ist sie denn hingegangen? Boah, ich habe mich jetzt voll erschrocken, weil das war laut. Feiert er denn hier für eine Party? Hier ist sie nicht zufällig drin, ne? Guck erstmal hier. Also hier ist sie nicht drin. Is someone there? Nein. Okay. Das muss irgendwo im Flur sein. Aber er lässt uns ja nicht. Können wir hier nochmal reingucken? Die stand da irgendwo im Flur.
Was ist das denn? Achso, das ist das Poster. Ja gut, das hätte ich dir sowieso gefragt. Drittes Obergeschoss? Können wir hier gar nicht mit ihr reden? Von wo sind wir gekommen? Na, von hier aus nicht. Mist. Boah, es ist aber auch ein Irrgarten. Ach, hau ab! Who's there? Versuche dich zu nähern. Nein, nicht da. Na, hier dreht sie sich halt immer wieder um. Wir können es im Flur versuchen. Hallo? Ah. Hallo? Hier war doch ein falsch. Is someone there? I can hear you. Ah, endlich. What's your name? Rose. Rose Hall. This is my hotel. Ah, dann war Harvey wirklich der Vater anscheinend. Hey, Rose. I saw a lady explaining that the dagger was a letter opener. Who was she? It was me. I had to explain to the police that the dagger was just a letter opener and that Harvey had a loaded gun. Jimmy acted in self-defense. They understood. Stimmt der mit ihr nicht? Ach so, da, sie ist weg. Wieso hat sie ihn denn so in Schutz genommen? Erdgeschoss, okay. Und drittes Obertor. Okay, Jimmy, lässt du uns? Wollen wir mit deiner Mama reden, was hier los ist? Und zwar zuerst im Erdgeschoss. Ach, sei still. Die Mutter hat ihn ja voll in Schutz genommen. Warum? Es kann doch nicht sein, dass jeder Jimmy Unrecht getan hat. Das ist ja, das müsste sich ja auch jetzt die liebste Mutter mal denken können, dass da irgendwas nicht in Ordnung sein kann. Aber wir forschen nach, ganz ohne Vorurteile, was Jimmy hier mit uns tut. So, Erdgeschoss. Achso, noch ein weiter. So, und dann da rein. Oder hier. Ist das hier? Wo hat das geblitzt? Wo war das? Da hinten? Können wir hier mit ihr reden? Jimmy. Is it Rose? Yes. Hey Rose, who are you greeting at the entrance in reception? David wohl. Jimmy. He was coming
Ja, ich war. Ja, toll. Ja, dann erzähl doch mal. Moment, das muss ich erst wieder suchen hier. Das ist langsam ein bisschen unübersichtlich. Who is Hugo Punch? Ja, wer wohl? It was Jimmy's comedy act. Ja, das dachte ich mir schon. Who does the dagger belong to? It was a letter opener. It was a present from someone. Was there a fire at the hotel? What are those rusty old keys for? They were to the boiler room. But we had to have the door replaced. Ach du liebe Zeit. Ja, wir machen mal lustige Fragerunde an Rose. How ne? did those mirrors get broken? Jimmy broke them. What was the coil of wire used for? Ja, und Hasen daran aufzuhängen. Who did the wedding ring belong to? It was mine. Someone made me an offer I couldn't refuse. Hä? Das hört sich an wie ein Handel. Who does the gun belong to? Harvey. But it was kept in my bedroom. Where was the crossbow from? What were all the crickets and baseball bats for? They used to belong to my husband when he was a teacher. Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? I don't know. Ach, das weißt du nicht. Who wrote the note that says goodbye? Ja und? Kannst du mal ein bisschen ausführlicher werden? I saw a scrapbook with newspaper articles in it. Who made it? Harvey said Jimmy made it. I don't remember. Was stimmt denn nicht mit ihr? Why was there a washing line tied around a rolling pin? I don't know. Nee, sowas weißt du natürlich alles nicht. Why is there an old heater marked dangerous? Ja, er hat es auch im eigenen Leib erfahren. Where did the wooden paddle come from? It belonged to my husband. Ja, war denn jetzt Harvey ihr Husband oder das weiß ich sowieso Who nicht. Who did Charles' purse belong to? It belonged to the little girl. Ach, das weißt du. Wir fragen Who mal durch. Who did the chef's hat belong to? Who drew those violent pictures? Jimmy used to draw pictures about the war. Über den He was like most boys. Über den Krieg, sagt sie. Was stimmt denn mit ihr nicht? Who does the sword belong to? It belonged with a suit of armor we had. But it went missing. Ja, warum wohl? I ja. found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? I don't know. Natürlich nicht. I found some trophies. Who won them? Jimmy bought them. To make it look like he'd won awards. What? Was sind das denn? Also sie und er, sie, puh, die geben sich ja nicht so viel. Where did the bottle of diazepam come from? Ach, an den kannst du dich erinnern, oder was? I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? They were mine. I wanted to go away, but I never got a chance. So, dann können wir noch mal fragen,
Hier, nach Harvey? I saw Harvey being stabbed backstage. What happened? Harvey had gone mad. Jimmy was just defending himself. Ja, klar. I saw Harvey heading towards the ballroom with a gun. What was he doing? Sie verdrängt ja alles, was irgendwie nicht in ihr, Bild passt, ne? I saw Harvey with a gun, practicing with it. What was he going to do? I don't know. Natürlich nicht. Ja. Was war mit dem Feuer? I saw a fire in the basement. What happened to the hotel? Mhm. Accident. Ja. Ich weiß nicht, was hier noch wichtig ist, was wir sie noch fragen können, weil es wird natürlich viel, aber wir müssen das natürlich auch alles wissen. I saw Harvey locking Jimmy in the basement. What happened? I don't know what he was doing. I saw Harvey being shot in the leg with an arrow. What happened? Ja, ich glaube, den Rest können wir uns fast sparen. Das können wir vielleicht noch fragen. I saw Harvey shouting, telling Jimmy to admit he lied. Did he? No. How could Jimmy admit to something that wasn't true? Harvey was wrong to bully Jimmy like that. Ja, okay, sie steht voll hinter ihm. Was ist denn hier, der große Hugo auf der Bühne? I saw someone on stage, a performer. Announcing himself as the great Hugo. He was a magician and an entertainer. He bought the hotel to promote his stage show. He became famous. He was on television. I worked as his assistant. Then things developed. Okay. Das ist also doch nicht Jimmy auf der Bühne gewesen, sondern ein bereits berühmter Zauberer. Und sie war seine Assistentin. Lernen wir den dann auch noch kennen? Hat Jimmy dann sein Erbe angetreten oder was? I saw Dr. Bose tying a rope around his neck. He killed himself. Why? Because he knew he was guilty. Alter. He did the right thing. Was? Was ist sie denn? Was ist denn mit ihr? Ja, ich glaube, den Rest brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr fragen. Also wir wissen, dass sie voll hinter ihrem Sohn steht. So, wir fragen jetzt nochmal hier. Er hat seinen Weg gefunden, Gäste anzulocken. Und dann fragen wir nochmal nach dem hier, in der Verbindung. When you said Jimmy found a way of bringing in more guests, is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? Ja, ich höre schon, wo wir hin müssen. Und dahin, meine Lieben, gehen wir in der nächsten Folge von At Dead of Night. Ja, die Mutter hat ja jetzt Antworten nur gehabt, die Jimmy beschützen, aber nie welche, die Jimmy nicht beschützen. Sie ist ja im Grunde der Wahrheit komplett aus dem Weg gegangen und stand komplett hinter ihrem Kind. Ist ja an sich ganz schön, aber in dem Punkt, so viele Leute können sich ja eigentlich nicht irren. Also, ja, gut. Wir werden in der nächsten Folge mal gucken, wo denn das Theatergebrummel daherkommt. Wahrscheinlich fängt die Vorstellung gleich an und ich sage, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Bis bald im alten Eulenwald. Passt gut auf euch auf, bleibt kuschelig und gehabt euch wohl.